Okay, jetzt habe ich bei mir den David Hoffmann. Hallo David. Hi Ben. Ja. Sag ich wie immer bei Universal am Stand. Ja, sag ich, wie gibt der David sein Bestes hier? Ja, Vollgas, von morgens bis abends. Wir waren ja vorher schon eine Woche unterwegs, haben einen Roadtrip gemacht, sind von Graz, Arnold Schwarzenegger Museum, über Salzburg, über München, Peter Henzel besucht, Erdschan Demir besucht, nach Frankfurt, XXL Body Gym besucht, ja. Body Town, genau, ja. Geiles Studio. Ja. Dann sind wir gefahren nach Rammstein, haben verwundete Soldaten besucht, dann nach Koblenz und dann nach Köln zu FIBO. Ja. Da ist schon ein bisschen was auf Buckel jetzt. Okay, also hast du hier sozusagen den Endspurt, ja? Ja, genau, Endspurt. Ja, David, gleich auch mal zur FIBO eine Frage. Ja. Sag ich, die FIBO das erste Mal jetzt 2013, ja, sag ich, in Köln. Ja. Für mich das erste Mal jedenfalls, ja. Ja, natürlich, ja. Ich habe noch die Kölner FIBO erlebt, ja. So alt ist ja. Wobei, ja, so alt bin ich, ja, definitiv, ja. Fühlen tue ich mich noch älter, ja. Aber auch da muss ich sagen, hat man heutzutage eigentlich keinen Vergleich mehr, ja, sag ich, weil ja. Das ganze Geschäft ist explodiert, ja. Ja, sag ich, hat eine Eigendynamik entwickelt, ja, sag ich, die man so ja gar nicht vorhersehen konnte, ja. Aber was ist das, dein persönlicher Eindruck? Ja, also ich hatte vor 6, 7 Jahren war mal eine FIBO in den letzten 15 Jahren, wo ich gesagt habe, ich bleib daheim. Weil das war so eine Zeit, wo es wirklich sukzessive weniger wurde mit dem Bodybuilding, kannst du dich bestimmt dran erinnern. Ja, ja. Aber seitdem ich dann auch bei Universal bin, ist es jedes Jahr mehr geworden. Auch letztes Jahr in Essen war ja ein Rekordjahr. Und mir kommt es vor, als wäre es jetzt wieder mehr geworden, ja, ja, was hier abgeht. Ja, die Vermutung haben wir mit Sicherheit beide. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Masse hier los und es ist ganz schön anstrengend. Ja, ja. 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 Sag ich, wobei man ganz klar sagen muss, freuen sich alle darüber, dass es so ist. Ja, sag ich, weil es ist die einzige Show, ja, sag ich, wo man so im Kontakt mit den Friends kommt. Ja. 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 Natürlich die Frage, ganz klar, ja, wie sieht deine sportliche Zukunft aus? Ja, sag ich, wie planst du? Ja, ich hatte lose geplant, in Madrid mitzumachen, aber da ich es heute 12.000 Mal den Leuten erzählt habe, dass ich mitmache, bin ich jetzt eigentlich committed. Ja? Also die Arnold Classic in Madrid würde ich gerne mitmachen im Oktober. Das war cool, ja. Freue ich mich selbst schon drauf. Ja, sag ich, cool. Endlich mal Zeit, dass du wieder angreifst. Ja, ja, ja. Hast du eine Pause gemacht. Ja. Hoffe, dass du da durchstartest, ja, muss ich ganz klar sagen. Ja. Danke. Ja, sag ich, bist einer von den Athleten, die auf jeden Fall was reisen kann. Wobei man sagen muss, wir Deutschen uns eigentlich glücklich schätzen können. Ja. Sag ich, für ein relativ kleines Land, ja, sag ich, haben wir wirklich viele, viele gute Athleten. Ja, ja. Sag ich, und können uns froh schätzen, solche Top-Athleten unter uns zu haben. Ja. Auf jeden Fall, also, ja. Ganz war klar, ja wieder ein guter Erfolg jetzt in Columbus, ja, auch. Ganz klar, ja. Ja. Ja, sag ich, und du gehörst da zu denen, ja, sag ich, die da in der vorderen Riege stehen. Ja. Danke, danke. Freut mich sehr, ja, sag ich, und ich freue mich darauf, das zu sehen. Ja, ja. Alles klar. Ja, sag ich, sonst bei dir gesundheitlich alles gut? Alles wunderbar, ja. Geschäft läuft, Shops laufen, das Studio läuft so, wie es soll. Und ja, alles ist im Top eigentlich. Toi, 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 Gott sei Dank. Ja, freut mich, ja. Gut, dann wünsche ich dir noch alles Gute. Ja, ja, ebenso. Ja, sag ich, und viel, viel, viel Erfolg für Madrid. Dankeschön. Ja.